So Leute, es geht weiter mit unserem Flug von Dubai nach Düsseldorf mit einem Airbus A380 von Emirates. Wir befinden uns jetzt mittlerweile schon über Deutschland und haben noch ca. 270 nautische Meilen zu fliegen, bis wir dann in Düsseldorf ankommen werden. Und gerade fliegen wir, glaube ich, nördlich von Regensburg entlang. Können wir mal gerade gucken. Genau, Regensburg haben wir hier. Fliegen wir gerade nördlich entlang. Dann geht es hier nördlich über Nürnberg und Fürth weiter. Und dann weiter hier in Richtung Westen, hier ins Ruhrgebiet, zum Flughafen von Düsseldorf. Und wie gesagt, noch ca. 270 nautische Meilen. Wir können mal gucken. Jetzt sind es noch genau 267 nautische Meilen, 266 nautische Meilen, die wir noch zu fliegen haben, bis wir in Düsseldorf ankommen werden. Und ihr seht auch hier im Andy, das ist jetzt noch eine relativ gerade Strecke, die wir da fliegen werden. Da nördlich an Frankfurt vorbei, hier über Hessen dann, genau, und dann hier rüber ins Ruhrgebiet und dann hier nochmal so eine Kurve in Richtung Landebahn und dann werden wir schon bald in Düsseldorf landen. Genau. Ja, in der letzten Woche bzw. in den letzten Tagen sind ja keine Videos vom FSX gekommen. Da haben sich auch einige von euch gefragt, wieso denn keine Videos vom FSX gekommen sind. Genau, und das liegt einfach daran, weil ich krank war, beziehungsweise ein bisschen bin ich noch krank, ein bisschen verschnupft, hört ihr wahrscheinlich auch an der Stimme. Genau, und ich hatte auch keine fertigen Videos vom FSX mehr, die ich noch hätte hochladen können und dementsprechend sind halt letzte Woche, beziehungsweise in den letzten Tagen keine Videos vom FSX gekommen. Genau, aber als kleine Information, also ich hatte auch auf Twitter geschrieben, dass ich halt krank bin und deswegen halt gerade vom FSX keine Videos kommen und also ich mache es auch meistens so, dass wenn halt aus einem bestimmten Grund halt keine Videos kommen sollten, dann poste ich es meistens auf Twitter, also nur mal so als Information. Am besten folgt ihr mir da auf Twitter, da poste ich halt meistens, wenn halt aus irgendeinem gewissen Grund keine Videos kommen. Aber da poste ich auch noch sonst andere Sachen, Informationen zu Let's Plays, was bei mir noch so abgeht, irgendwie was ich so mache und so weiter und so fort. Also, genau, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr mir da folgt, empfehle ich euch auch nur, weil dann, genau, verpasst ihr auch nichts, wenn halt mal hier aus einem gewissen Grund halt zum Beispiel auch keine Videos kommen. Wäre auf jeden Fall richtig cool von euch, wenn ihr mir da folgen würdet, genau. Also, dann seid ihr auch immer bestens informiert über den aktuellen Stand, wenn halt zum Beispiel keine Videos kommen. So, so viel erstmal dazu. Genau, dann nehme ich jetzt halt den zweiten und, diese zwei Teile hier, den vierten und fünften Teil von dem Flug jetzt hier von Dubai nach Düsseldorf, jetzt dementsprechend auch an einem anderen Tag auf, als ich die ersten drei Flüge, also Vorbereitung, Start und Teil vom Flug halt aufgenommen habe, Teil 1 bis 3 halt. Die habe ich an einem anderen Tag aufgenommen, als jetzt halt diese zwei Teile, die ich jetzt hier halt noch aufnehme, mit dem Anflug und dann halt der Landung jetzt. Und genau, und dementsprechend haben wir halt jetzt auch ein bisschen andere Wetterverhältnisse, als an dem Tag, wie es voraussichtlich halt an dem Tag war, wo ich halt die ersten drei Teile aufgenommen habe. Meistens mache ich es aber eigentlich nicht so, dass ich halt da so eine Pause mache und halt dann nicht aufnehme, also beziehungsweise die ersten drei Teile aufnehme, dann so ein, zwei Tage das andere nicht aufnehme und dann erst später das andere aufnehme, sondern meistens nehme ich es immer am Stück auf. Das heißt, ich fliege dann halt mit Aufnahme halt wo ich halt die ersten drei Teile aufnehme, dann mache ich halt diesen Cut. Meistens jetzt in letzter Zeit immer mal gucken, ob wir es in nächster Zeit mal wieder hinkriegen, bei Mittel- bzw. bei Kurzstreckenflügen, da ohne diesen Cut zu fliegen, je nachdem wie lang es halt alles dauert mit Vorbereitungen und so. Auf jeden Fall mache ich es ja meistens so, dass ich halt dann den Cut ohne Aufnahme fliege halt dann und dann das aber alles am Stück aufnehme und dann den vierten und fünften Teil, also dann halt den Flug Richtung TOD und dann halt den Sinkflug und so weiter halt alles dann alles an einem Tag aufnehme und nicht halt so an zwei Tagen oder ja, genau, also meistens nehme ich das immer hintereinander auf. Das ist eigentlich auch nur sehr, sehr selten, dass ich das mal so mache wie jetzt hier, dass ich halt das an zwei unterschiedlichen Tagen die Teile 1 bis 3 und 4 und 5 von dem Flug aufnehme, genau. Und da ich es halt jetzt an einem anderen Tag aufnehme, ist das Wetter heute auch ein bisschen anders und dementsprechend werden wir nicht auf der 23 Left heute in, 23 Right in Düsseldorf heute landen, sondern auf der 05 Left. Da habe ich auch schon einen passenden Star rausgesucht mit, ich glaube, ich habe einen Star Domu 2 Golf genommen. Ja, genau, habe ich mir jetzt auch noch nicht anschauen können. Wir sehen aber schon ungefähr hier, mal gucken, wie der sein wird. Sieht so aus, ob wir ziemlich nah vor der Bahn rechts eindrehen werden. Das ist dann übrigens die Bahn, wo wir heute landen werden, wo wir auch das Landetraining da letztens in Düsseldorf gemacht haben bei Crosswind. Wobei, nee, wir sind ja auf der 205 Right gelandet da immer. Nur einmal auf der 05 Left. Aber genau, aber aus der Richtung werden wir heute auch anfliegen. Genau, und ja, ILS-Anflug, wir müssen aber später nochmal gucken, wegen der ILS-Frequenz. Das Flugzeug hier hat zwar ILS-Frequenzen hier drin im Bordcomputer, trägt die auch automatisch ein. Wir müssen aber besser nochmal kontrollieren, ob die auch stimmen, weil die Database ist ja schon ein bisschen älter und nicht, dass da die
ILS-Frequency nicht passt und wir am Ende dann einfach über den Flughafen auf der 3000 Fuß oder so, auf was wir auch immer sinken, dann auf einmal dann drüber fliegen. Das wäre alles ein bisschen blöd, genau. Also 05 Left ist heute laut aktuellen Windbedingungen, wo ich vorhin vor der Aufnahme, vor dem Beginn des Fluges jetzt hier geschaut habe, soll der Wind so stehen, genau. Flight Radar 24 sind die Flugzeuge auch aus der Richtung gelandet, dann soll das so passen. Außer der Wind hat halt gedreht, dann können wir das ja immer noch ändern. Genau. So, die zwei Sachen habe ich angesprochen. Dann zum Top of Descent. Bei dem Flugzeug hier ist es ja so, dass der Top of Descent hier leider nicht von dem Flugzeug berechnet wird. Das heißt, wir müssen selber entscheiden, wann wir sinken wollen. Da habe ich mir überlegt, so 100 nautische Meilen vor der Destination, vor Düsseldorf, also jetzt in 88 nautischen Meilen, könnten wir mit dem Descent anfangen. Normalerweise ist es ja so, wenn wir mal gucken bei so anderen Flugzeugen, wenn wir so mit dem Airbus oder so fliegen, A320, Boeing 747 letztens, beziehungsweise letzter Flug war das ja nach Sydney, da war der Top of Descent, ja, so 100 nautische Meilen, so 80 nautische Meilen vom Zielflughafen, meine ich, ist der ungefähr immer so. Also die sind eigentlich immer relativ nah. Ich dachte immer früher, oh, da muss man so voll früh schon anfangen zu sinken, aber meistens beginnen die ja erst so relativ kurz vom Flughafen zu sinken. Genau, wir müssen mal gucken, auch was wir dann für einen Descent machen. Hier beim Airbus gibt es ja drei Varianten, den normalen Descent, den Open Descent und den Managed Descent. Darauf wollte ich eigentlich nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir das nächste Mal mit dem Airbus A320-Familie, also mit dem Flugzeug aus der Airbus A320-Familie fliegen, was da genau die Unterschiede sind. Ich überlege nur gerade, dass wir jetzt heute für einen Descent machen. Ich glaube, wir machen heute einfach mal einen normalen Descent. Beim Airbus A320 haben wir bis jetzt, beziehungsweise bei der Airbus A320-Familie haben wir bis jetzt immer meistens einen Open Climb, Open Descent gemacht. Hier haben wir heute mal mit dem Airbus A380 einen normalen Climb, normalen, werden wir heute auch mal einen normalen Descent machen. Müssen wir mal gucken, ob das dann vom Descent her passt, dass wir halt schnell genug runterkommen. Wenn es so halt nicht alles hinhaut, kann man ja immer noch einen Managed Descent machen. Das heißt, wir können dann immer noch die Höhe halt eindrehen, den Vertical Speed, wie wir sinken wollen. Genau. Soweit, so gut. So viel zum Anflug und so weiter und so fort. Das haben wir schon mal alles besprochen. Wir können mal gucken, wo wir gerade sind. Da jetzt geht es gleich nördlich von Frankfurt entlang. Da haben wir Frankfurt. Also gerade über Hessen hier gerade. Genau, dann haben wir hier ein bisschen größere Ortschaft. Das könnte Siegen sein. Und dann haben wir hier den Rhein. Und dann müsste irgendwo am Rhein liegt ja der Flughafen von Düsseldorf und auch Düsseldorf. Da fließt ja der... Nee, fließt der Rhein durch Düsseldorf? Ja doch, weil der Flughafen liegt ja schon da dran. Also genau. Und da fliegen wir heute auch über den Rhein halt dann an, der Anflugweg, den wir heute haben. So weit, so gut, genau. Dann können wir, können wir noch warten mit dem Vorbereitung für den Descent. Und da möchte ich erstmal eine andere Sache ansprechen. Und zwar verwende ich ja seit diesem Flug hier ein neues Intro für bei hier. Oh, Traffic, was jetzt? Gucken, wo ist der? Sehen wir gar nicht. Ist schon weg, ist wahrscheinlich unter uns durchgeflogen, da war doch eben ein Flugzeug hier, aber meistens ist es irgendwie so bei dem T-Cast, als können wir schon besser hier das sehen. Ja, fliegen wir so vorbei, mal gucken, wie weit wir rausfliegen. Wenn nicht, wenn es zu nah ist, können wir mit dem Heading noch ein bisschen was machen und halt noch ein bisschen weiter rausfliegen. Genau, meistens ist es hier beim T-Cast ja so, dass es irgendwie schon ziemlich früh, also auch wenn das Flugzeug irgendwie 5000 Fuß unter uns ist, Traffic, Warning, Warning, also Callout irgendwie macht. Das finde ich irgendwie ein bisschen sehr früh. Ich weiß nicht, ob es denn echt beim Airbus oder so aus, A380 auch so ist, aber beim A320 ist es nicht so. Da müssen die schon ziemlich nah sein, damit dann wirklich das Warning kommt, Descent now oder Climb now oder sowas. Genau, das finde ich hier irgendwie ein bisschen sehr stark. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es ja in echt hier auch so. Genau, aber ich meine, beim Airbus A320-Familie ist es nicht so extrem wie hier, mit dem das T-Cast so stark schnell warnt. Genau, eine andere Sache, die ich eigentlich jetzt ansprechen wollte, und zwar verwende ich ja seit diesem Flug hier ein neues Intro hier bei dem Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Dieses Intro werde ich auch nur hier bei diesem Let's Play verwenden, weil es halt einfach hier dazu passt. Und zwar wurde mir das ja von FlexArts gemacht und mir gefällt dieses Intro richtig, richtig gut. Es ist richtig geil und es passt halt einfach richtig gut hier zu dem Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Und genau, da möchte ich mich an der Stelle nochmal bei FlexArts bedanken dafür, dass du mir dieses Intro gemacht hast, weil das finde ich einfach richtig geil. Genau. Bin ich sehr froh drüber, dass du mir da das Intro gemacht hast, weil es ist einfach richtig gut geworden. Von mir dickes Lob an dich, ist dir wirklich sehr, sehr gut gelungen. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür, genau. So, wir haben jetzt noch 130 nautische Meilen zu fliegen bis zum Top of Descent. Top of Descent, dann können wir mal langsam gucken wegen den Descent Preparation und so weiter. Und zwar haben wir hier, wo haben wir es? Descent Preparation. Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass wir halt hier die Höhe eindrehen müssen, auf die wir sinken wollen. Und zwar machen wir mal 3000 Fuß.
Das sieht man da schon beim Start ziemlich nah aus mit dem Eindrehen am Ende. Müssen wir mal gucken, ob wir das wirklich so hinkriegen werden. Oder ob wir da... Ne, machen wir 3000 Fuß, genau. Oder ob wir da vielleicht sogar noch ein Stück rausfliegen werden. Müssen wir mal gucken. Je nachdem, wie es auch von der Höhe her passt. So, dann gucken wir mal. Descent Checklist. Approach Briefing, Descent Briefing is completed. Minimum Safe Altitude, ja, ist, sagen wir mal, checked. Landing Elevation weiß ich jetzt gar nicht. Wie viel Fuß? Kann ich jetzt auch nicht sagen, weiß ich nicht. Altimeter sind set, Standard, okay, dann würde ich sagen. Leiten wir in Descent ein, einmal hier mit dem Linksklick draufklicken und normaler Descent und runter geht's, genau. Jetzt seht ihr hier, in welchem Schubbereich, in welcher Geschwindigkeitsbereich er sich jetzt hier bewegen will. Und es geht runter auf 3000 Fuß. Wir sinken aktuell mit 1400, 1500, das wird noch ein bisschen stärker. Sieht auf jeden Fall gut aus, ich glaube, so kommen wir gut und rechtzeitig nach unten. Es gibt da ein bisschen Schub, achso, weil er hier an die untere Grenze gekommen ist. Aber der Versus müsste auf jeden Fall bei minus 1000 bleiben, sonst ist es ein bisschen schnell. Wenn wir hier BAM oder ins BAM nähern und die Höhe noch ein bisschen sehr hoch ist, dann können wir immer noch so machen, dass wir halt ein Holding bei BAM fliegen und dadurch noch ein bisschen Höhe verlieren. Aber das ist echt ziemlich nah hier im Eindrehen auf die 05 Left, aber wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal. So, nochmal von oben gucken. Genau, hier haben wir Siegen. Und da müsste hier irgendwo Düsseldorf liegen, meine ich. Irgendwo hier. Ich glaube, da liegt es irgendwo. Wir fliegen ja so und dann hier so eine Left Turn. Irgendwo da muss es liegen, ne, wobei. Ich guck gerade mal, also Köln liegt ja noch mehr südlich. Das müsste hier Köln sein. Hier müsste irgendwo Düsseldorf liegen. Irgendwo hier. Ah ne, hier ist, oder? Ist hier? Weil da ist so eine Fläche, da könnte der Flughafen sein. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Naja, gut. Auf jeden Fall geht es erstmal ein bisschen nördlich und dann nach links weg. So, genau. Und werden wir jetzt sinken, wir haben jetzt 900 Fuß, sinkt der Punkt 1000 Fuß. Naja, gucken wir mal, dass es irgendwie hinkommt. Der müsste jetzt ja 29.000 Fuß sinken, wenn er 1000 Fuß pro Minute sinkt. Braucht eine halbe Stunde, um zu sinken. Naja, mal gucken. Notfalls kann man bei BAM ja immer noch ein Holding fliegen. Genau, so, haben wir den Tower schon irgendwie hier? Oh, ne, falsch. Nein, nicht. Nein. Das wollte ich nicht. Paderborn-Lippstadt. Dortmund. Haben wir alles nicht. Wir stellen mal eine andere Frequenz wieder ein. Ja, gucken wir mal. Jetzt meldet er hier Traffic und der ist 4000 Fuß über uns. Na, ja, das ist schon ein bisschen. Schon ein bisschen extrem. Ja, gehen wir auf entfernteste Flughäfen, da müsst ihr dann irgendwann hier erscheinen. Na gut, so. Ja, mit dem Descent, ich weiß nicht, ob das so klappt. Wir könnten natürlich auch wechseln jetzt auf Open Descent, dann würde er auf jeden Fall stärker sinken. Ob so ein Flughafen, was los ist. Ah ne, das ist ein Moni Bravo, da ist nur ein bisschen was. Nur so kleine Flugzeuge. Naja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Sehen wir den Flughafen schon irgendwo? Da muss irgendwo Düsseldorf liegen. So. 70 nautische Meilen, ja, ist eine Frage. Da kommt ein A320. Sehen wir, was für einer ist. Airline, ist eine Airline. Ein Aeroflot Airbus A320. Ja, eine Sache, die ich auch noch ansprechen wollte, und zwar möchte ich euch an der Stelle auch nochmal eine Dokumentation empfehlen. Und zwar ist die sehr, sehr gut. Ich habe mir die auch schon komplett angeschaut. Das sind mehrere Teile. Und die gefällt mir echt richtig gut. Aber wisst ihr was, bevor ich das euch jetzt erzähle? Na, machen wir lieber BAM mal ein Holding. Hold one. Time one oder two minutes. Oh man, one minute holding. Genau, also eine Dokumentation aus mehreren Teilen, die ich mir auch schon angeschaut habe. Komplett alle Teile. Und die kann ich euch echt nur empfehlen. Und zwar ist es, sind die Links zu den Videos, findet ihr auf YouTube. Von den Teilen der Dokumentation sind alle unten in der Beschreibung. Ich glaube, es sind 5, 6 Teile. Und zwar heißt die Dokumentation Inside Frankfurt Airport. Also, wie ihr schon versteht, ist eine Dokumentation über den Frankfurter Flughafen. Und die ist vom Discovery Channel und ist echt richtig geil, weil die gehen da auf mehrere Aspekte am Flughafen und Tätigkeiten halt am Flughafen ein. Und ist auch wirklich sehr, sehr detailliert. Und die haben da auch immer so mit Spezialkameras, also die nutzen da auch mal so super Zeitlupe oder Wärmebildkamera. Und ja, die berichten auf Sachen vom Flughafen, die von denen ich davor noch nie gehört habe, wie zum Beispiel, oder noch nie in Dokumentation was gehört habe, wie das nachts die Lichter ausgewechselt werden. Oder zum Beispiel sowas wie das ganze Gummi, was die Flugzeuge da auf der Bahn hinterlassen beim Landen, den Abrieb, wie das entfernt wird.
Oder am Anfang gehen sie auch mal im ersten Teil auf so einen Start ein, auf was der Pilot da alles achtet und so weiter und so fort. Also sie gehen wirklich auf viele Aspekte ein, Flughafen, Feuerwehr, Werkstatt von Fahrzeugen. Die gehen auf mehrere Fahrzeuge ein, so ganz genau. Und genau, auch mal sind sie am Gate, so beim Turnaround vom Flugzeug und so weiter. Also es ist auf jeden Fall eine richtig geile Dokumentation, wo das alles wirklich sehr gut dargestellt ist, sehr detailliert und sehr gut erklärt. Und man lernt da wirklich sehr viel. Viele tolle Informationen bekommt man da. Kann ich euch nur empfehlen, wie gesagt, Links dazu unten in der Videobeschreibung. Also müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Genau. So, dann machen wir mal jetzt doch einen Open Descent, weil das ist mir jetzt doch gerade ein bisschen zu blöd. Der sinkt mir jetzt zu langsam. Also sollten wir bei dem Flugzeug, glaube ich, immer einen Open Descent machen. Da seht ihr, sinkt der nämlich sofort viel schneller. Na gut, ich kann ja mal kurz sagen, was Open Descent heißt. Und zwar ist einfach so, Open Descent, da nimmt er den Schub auf Idle und macht dann mit der Neiglage vom Flugzeug, probiert er dann die Geschwindigkeit zu halten, genau. Aber genauer komme ich dann drauf, nochmal später zu sprechen, halt, wenn wir wieder mit dem Flugzeug aus der Airbus A320-Familie fliegen. So, da sollte Flughafen Düsseldorf sein, wahrscheinlich. Ja, aber wir drehen jetzt erst nochmal eine kleine Kurve. Oh, jetzt kommt gleich Warning, Overspeed. Jetzt sinkt er aber auch wirklich rasch. Ziemlich schnell. Oh, es kommt gar kein Warning. Jetzt kommt's. Oder wisst ihr was? Wir nehmen doch nochmal eine andere Variante. Wobei, jetzt geht's. Jetzt kommt doch kein Warning. Könnte natürlich auch einfach Versus mit 1800 oder so sinken. Aber jetzt guck mal, wie schnell er jetzt diese kurze Strecke gesunken ist. In der Form mit dem normalen Descent, wie lange das gedauert hat. So, naja gut. Haben wir Düsseldorf mittlerweile hier drin? Sollte eigentlich. Jetzt haben wir schon Köln-Bonn, dann müsste Düsseldorf schon viel näher sein. Ah, schon auf zweiter Stelle. Düsseldorf-Kontrollturm. Wird die 05 Left sein, sonst können wir immer noch was ändern. Ja, 05 Left. Altimeters 3015. Okay. Wir machen mal normale Simulationsrate. Jetzt kommt da echt ein Flugzeug hier vorne rechts gleich auf uns zugeflogen. Shift 4, es gehen die Landing Lights auf On. Wir sind durch 10.000 Fuß. Descent Checklist haben wir gemacht. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Approach Procedure. Genau, Barrel Reference muss jetzt mal wieder eingestellt werden auf 3015. Genau, so ist es. Sommer, wunderbares Wetter jetzt hier, klarer Himmel. Genau, sehr schön. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn das Flugzeug? Rechts von uns, 3800 Fuß über uns. Jetzt sind wir hier wahrscheinlich mitten über Düsseldorf. So, da haben wir es. Das ist ein Aerospartier Transall. Okay, kenne ich nicht. Noch nie gesehen. So. Aber ja, nach dem Holding sollten wir auf jeden Fall auf 3000 Fuß sein. Habt ihr auch gesehen, wie man jetzt hier ein Holding einfügt. Relativ einfach, ist bei jedem Airbus eigentlich genauso. Also bei der A320-Familie. Aus beim A300 oder so auch so ist, weiß ich jetzt nicht. Genau, aber hier bei denen zum Beispiel. Wo ist jetzt, also beim Airbus A320-Familie ist genauso mit dem MCDU. Genau, ich unterbreche jetzt hier mal kurz an der Stelle. Guck mal wegen der ILS-Frequency. Die ist ja dann hier bei Radar Navigation eingegeben. Wir können mal gucken, ob die schon da ist. Kurs 3000, wahrscheinlich nicht, aber das kommt noch. Ich unterbreche trotzdem mal kurz an der Stelle, guck mal nach der ILS-Frequency, dass ich mit ihm aufschreibe, dass wir da die richtige dann auch später drin haben, damit das mit dem ILS auch klappt. Also dann, bis gleich. So Leute, es kann weitergehen, wir haben jetzt mittlerweile die 3000 Fuß erreicht und ich habe jetzt auch die Frequenz fürs ILS, für die 05 Left in Düsseldorf rausgesucht und da können wir dann gleich mal vergleichen, wenn die dann hier eingegeben ist, die Frequenz, ob die denn auch stimmt oder ob wir da noch was korrigieren müssen. Ja, das Holding, lassen wir das Flugzeug jetzt noch fertig fliegen, das ist ja jetzt in ein paar Sekunden fertig. Wir könnten natürlich jetzt auch alternativ ein Direct to BAM machen, aber ja, das lohnt sich jetzt nicht, weil das Holding ja eh gleich zu Ende ist. Genau. Hat aber sehr gut geklappt. Ich glaube, es war auch ganz gut, dass wir jetzt ein Holding geflogen sind. So konnten wir sicher auf 3000 Fuß sinken. Und genau, da müssen wir mal gucken, wie wir dann gleich weiter verfahren. Das Flugzeug muss ja jetzt eigentlich mal langsamer werden, fällt mir gerade so auf. Okay, was ist denn da los? Wieso ist es eigentlich noch so schnell? Wir sind aber schon auf unter 10.000 Fuß. Fällt mir jetzt erst auf. 250 Knoten. Hallo? Wir reduzieren gleich mal auf 210. Weil wir ja so langsam jetzt auch schon gleich auf dem Final sein werden. Dauert ja nicht mehr lang, bis wir
die Landebahn dann näher haben, genau, bis wir dann uns schon auf die Landebahn ausrichten. Müssen wir mal gucken von der Distanz und so. Wir können ja hier schon mal fürs ILS das dann anmachen. Aber das muss ja auf jeden Fall noch geändert werden. Mal gucken. Soll dann später noch sein. So, wir können mal bei Performance gucken. Dass wir das mal alles eingeben, der Landegeschwindigkeit. Und zwar müssen wir dann, genau, wir müssen Activate Approach Phase machen und dann geht es hier auf mit der Geschwindigkeit. Das hätte ich vorhin machen sollen, habe ich ganz vergessen. Als VAPP werden wir heute haben 100, muss ich mal wieder Tastatureingabe aktivieren, 103 und 132, da kommen nochmal 5 Knoten drauf, also 137 bis 140, irgendwo in dem Dreh ist die Landegeschwindigkeit. So, das passt. Decision Height 150. Ne? 150 feet. Und sonst lassen wir das alles. Landing Configuration Full. Final 05 left. QNH ist 3015. Das kann man noch eingeben. Format Error. 3015 so. Ja, so passt das. Genau. Wunderbar. Dann können wir das wieder, die Tastatureingabe deaktivieren. Und jetzt fliegt er hier noch ein bisschen anscheinend kurvig. Ja, ein bisschen von der Bahn abgekommen. Will er wieder genau drauf. Soll er ruhig so fliegen, kein Problem. Und wir können dann gleich mal, dann, wenn wir BAM überflogen haben, die Approach Phase, würde ich sagen, aktivieren. Und dann soll es auch so mit den, können wir auch hier mit der Geschwindigkeit das wieder so ändern, dass halt dann aus dem Bordcomputer das übernommen wird und dann sollte er auch anders landen. Mit der Geschwindigkeit das anders machen. Und vielleicht wird dann auch genau in dem Moment hier die ILS Frequency dann geändert. Genau. So, da haben wir auch ein Flugzeug gerade im Anflug. Beides bewegt sich weg und sinkt. Hä? Was ist denn da los? Na naja, gut. Okay, soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir können nochmal kurz Zweifahrsimulationsrate machen. Irgendwo da hinten müsste jetzt der Flughafen liegen. Wahrscheinlich ist genau hinter der Säule. Wir haben jetzt hier aber noch eine Höhe. Das heißt, der Flughafen liegt auf einer Höhe von 700 Fuß. Weil wir sind jetzt auf 3000 Fuß über normalen Null. Und 2300 Fuß über Boden.